Jeder isst doch mal einen Döner. Aber wie oft und vor allem wann essen die meisten jungen Leute das beliebte Gericht? Und ist der Döner eigentlich türkisch oder deutsch? Wir haben bei Studenten nachgefragt. Wie oft isst du einen Döner? Oje, darf man das überhaupt sagen? Einmal die Woche bestimmt. Ein-, zweimal im Monat? Ja, vielleicht alle 14 Tage. Und wann isst du dann meistens? Wenn ich feiern war und noch Hunger habe. Abends, einfach statt normalem Abendessen, wenn ich in der Stadt war oder sowas. Meistens, wenn ich auf der Strecke bin und irgendwie Städte besuche und nicht kochen kann. Und hast du auch schon mal einen Döner nach dem Feiern gegessen? Ich weiß nicht, egal wo man hingeht, man findet halt immer einen Döner. Döner oder McDonald's? Ja, ich weiß nicht, wenn man was getrunken hat, dann braucht man was Fettiges, damit es den Alkohol wieder aufsaugt und man morgens nicht so Kopfschmerzen hat. Und und meistens hat der Döner auch am längsten offen. Warum magst du Döner generell? Es ist eine Mischung aus Fleisch und Gemüse und das Brot ist lecker und oft sind die Soßen auch sehr gut. Es ist einfach ein bisschen was anderes als das, was man sonst so als Fastfood kriegt. Ich glaube, es ist frischer, wie zum Beispiel McDonald's oder Burger King. Ja, schmeckt einfach. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt und weil es ein bisschen Salat drin ist und nicht nur Fleisch ist und billiges Brot. Ich habe immer noch ein bisschen das Gefühl, es ist gesund. Das ist nicht wirklich gesund, aber es ist aber, ja, lecker. Und ich habe das Gefühl, man kriegt recht viel für sein Geld und ist danach auch ordentlich satt. Glaubst du, Döner ist ein türkisches Gericht? Ich weiß nicht genau, wo es erfunden wurde, aber die meisten Dönerbuden sind ja von Türken oder türkischstämmigen Leuten betrieben und deswegen könnte man das schon so sagen. Nee, ich glaube nicht. Also so wie wir es in Deutschland kennen, mit Sicherheit nicht. Na klar, heißt ja Döner.